Eines zeigt die diesjährige Formnext deutlich, der Hype um die additiven Technologien. Der scheint inzwischen deutlich abzuflauen. Allerdings, die großen etablierten Hersteller scheinen damit gar nicht so unglücklich zu sein. Was einer der Pioniere und Marktführer aus diesem Bereich sagt. Nun, schauen wir es uns mal an. Grüße Gott, Herr Pare. Sie sind Geschäftsführer bei Trumpf und unter anderem zuständig für die weltweiten additiven Aktivitäten des Unternehmens. Das ist richtig. Meine Frage an Sie. Das scheint ja so, dass der Hype jetzt so langsam aber sicher vorbeigeht. Wie spüren Sie das als Hersteller und bedauern Sie das? Sie meinen den Hype in Additive Manufacturing? Ja, wir sehen, dass der Hype sich zu Ende neigt. Wir sehen das aber nicht nur negativ, weil die Konsequenz ist, dass im Markt eine realistische Sicht auf dieses Fertigungsverfahren eingekehrt ist, dass die Erwartungen auf das Machbare zurückgeschraubt werden. Natürlich wird es im Übergang eine schwierige Zeit für die Marktteilnehmer, aber wir erwarten, dass danach durchaus ein weiteres Wachstum in der Branche, in der Technologie stattfindet. Wir denken grundsätzlich langfristig und langfristig und mittelfristig sind wir sehr zuversichtlich. Wohin wird sich die additive Technologie des Additive Manufacturing denn entwickeln? Wir glauben, dass es branchenspezifische Lösungen geben wird, dass die Lösung für die Dentalbranche anders aussehen wird als für Medical oder für Aerospace. Und darauf braucht es die richtigen Maschinenkonzepte. Da muss man aber auch an die gesamte Prozesskette denken, die man vom Anfang bis ans Ende für die Branche denken muss und dafür Lösungen schaffen. Automatisierung wird ein wichtiges Thema werden. Stichwort Automatisierung. Herr Buchbinder, Sie sind als Produkt- und Projektmanager für diesen Bereich hier zuständig. Meine Frage an Sie, was macht denn da Trumpf konkret? Ja, wir machen da einiges ganz konkret. Heute stellen wir zum ersten Mal das Multiplate-Feature zu, was ermöglicht im TruePrint 1000 Drucker einen automatischen Baujobwechsel. Sprich, wenn nachts zum Beispiel in einem Dentallabor ein Baujob zu Ende ist, die Maschine steht, kein Bediener da, startet die Maschine neu. Das machen wir ganz konkret, aber auch bei unserem größten Mittelformatprodukt TruePrint 5000 haben wir einige interne Automatisierungsschritte, wo heutzutage bei vielen Produkten noch der Bediener viele Dinge manuell machen muss. Wir fördern die Prozesssicherheit damit. Es ist nicht nur wirtschaftlicher zu arbeiten und die Auslastung zu erhöhen, sondern dass weniger Fehler passieren. Also als erstes muss die Robustheit durch automatisiert erhöht werden. Und natürlich langfristig, wir wissen, dass Kunden auch eine höhere Auslastung haben wollen, irgendwann vielleicht sogar das Pulverhandling, das Entpacken komplett automatisiert stattfinden muss, aber eins nach dem anderen. Sie sagen, es ist nicht nur die Effizienz, sondern auch die Prozesssicherheit ein Thema. Und Sie haben angesprochen das Post-Processing. Das Post-Processing läuft ja heute noch oft, ich möchte mal sagen, relativ hemdsärmelig ab. Was ist denn da zu beachten? Ich denke, die Pulver sind zum Teil ja auch lungengängig. Wie stellen Sie sich darauf ein und was geben Sie Ihren Anwendern damit? Ja, also hemdsärmelig ist es nicht mehr meiner Meinung nach. Also die Zeiten vor 10 Jahren, als wir mit dem Pinsel in der Maschine gearbeitet haben, die sind vorbei. Wir haben schon eine industrielle Lösung, wir haben Saugsysteme, wir haben Handschuheingriffe, kein Kontakt, dass der Bediener keinen Kontakt zum Pulver hat, komplett geschlossen. Hier bei der TruePrint 2000 hinter uns haben wir ein neues Produkt, wo wir auch einen komplett inerten Kreislauf haben, Titan, reaktiver Werkstoff, dass dort auch keine Kontamination stattfindet. Lungengängigkeit ist immer ein Thema. Wir haben so die Prozesse, dass es keinen Kontakt zum Bediener gibt. Und wenn mal die Tür geöffnet werden muss, gibt es natürlich persönliche Schutzausrüstung. Wäre die wirklich bahnbrechende Neuentwicklung, quasi den Gamechanger, auf der diesjährigen Formnext gesucht hat? Nun, der wurde wohl enttäuscht. Evolution ist angesagt und nicht mehr Revolution. Das bedeutet aber auch, dass die Branche der additiven Technologien langsam aber sicher erwachsen wird. Und das, denke ich, tut allen Beteiligten gut. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was wir auf der nächsten Formnext erwarten können. Sie öffnet vom 10. bis zum 13. November 2020 hier in Frankfurt ihre Pforten. Sie kommen doch auch, oder?